Was? Bombfrog? Wie kann man eine Uhr Bombfrog nennen? Ja, wirklich. Bombfrog. Das ist eine Uhrenmarke vom Dirk Assmann, seines Zeichens Minentaucher der deutschen Bundeswehr. Und der hat für Militärpersonen, für Spezialeinheiten genau solche Uhren hier kreiert. Und ich habe die seit einigen Monaten im Einsatz und bin absolut begeistert. Es gibt auch einen Bonus. Ja. Es gibt auch andere Modelle, es gibt die in unterschiedlichen Versionen und ich finde die wirklich großartig. Billige Eigenwerbung, ich gebe da unten den Link, geh auf bombfrog.eu und wenn du dort ein Teil findest, was dir gefällt, ob es jetzt eine Automatikuhr ist oder eine batteriebetriebene Quarzuhr, vollkommen egal, nutz meinen Spezialgutschein. Meinen Spezialgutschein kriegst du noch einmal 5%, das habe ich gleich einmal für dich rausgehandelt, aber zurück zur Uhr. Das ganze Teil ist eine Automatikuhr, das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ich verwende sehr viele Uhren. Zum Beispiel auch eine Smartwatch, eine Apple Ultra. Und die muss ich alle 2 Tage aufladen. Bei dieser Automatikuhr habe ich das Problem nicht. Solange ich sie im Betrieb habe, am Handgelenk habe, läuft die ewig. Das heißt, eigentlich sollte diese Apple Ultra ja wirklich für Extremsituationen gemacht sein. Aber eben nur, wenn du Stromversorgung hast. Wenn ich jetzt mehrere Tage hier im Buschkraftareal auf waldurlaub.at bin, dann nehme ich genau die Uhr hier. Warum? Ich brauche nichts aufladen. Die zieht sich nämlich selbst auf. Wenn das etwas ist, was Spezialeinheiten, zum Beispiel Minentaucher, benutzen, dann könnte ich mir wahrscheinlich vorstellen, dass das für den Rheinischweine auch absolut ausreichend ist. 500 Meter wasserdicht, eine verschraubte Krone. Die Krone steht zwar etwas über das Gehäuse, insgesamt ist die Uhr, ich glaube, 51 mm hat das, aber wurscht, schau auf der Webseite vorbei, da hast du alle technischen Daten. Auch wenn ich die Hand abwinkle, in den Handrücken drückt das wirklich nicht massiv rein, also das ist alles top. Der Sekundenzeiger bleibt auch stehen, das heißt, der läuft nicht weiter, sondern der bleibt stehen und du kannst damit die Uhr ganz genau einstellen. Ganggenauigkeit, du, ich muss dir was sagen, ich messe das nicht nach, ich weiß, es gibt eigene Uhren-YouTuber, die das genau mit einem Quarz-Oszilloskop oder was auch immer nachmessen. Das mache ich alles nicht. Aber ich kann dir sagen, die ist einfach sau genau. Natürlich gibt es nach ein paar Tagen Abweichung. Ist mir aber wurscht, dann stelle ich sie einfach wieder neu nach und fertig. Also Genauigkeit wirklich top. Ich glaube, dieses Verschrauben, das muss sein, damit man eben diese 500 Meter Wasserdichtheit zusammenbekommt. 500 Meter, ich werde das hundertprozentig niemals brauchen. Auf 500 Meter unter der Meeresoberfläche bin ich wahrscheinlich tot. Es gibt auch rechts unten ein kleines Feld mit der Datumsanzeige. Sehr dezent gemacht, finde ich aber extrem praktisch, weil ich Dummkopf immer wieder vergesse, ja, welches Datum aktuell ist. Die Uhr wird mit Saphirglas ausgeliefert, das heißt auch Grazfest, brauchst du keine Sorgen machen. Und das Ganze ist auch entspiegelt. Das bedeutet jetzt nicht, dass im Sonnenlicht überhaupt keine Spiegelung entsteht. Aber ich habe das zum Beispiel bei einer Traser, dieser Orientierungsuhr. Das leuchtet so, dass das für Militärpersonen sicherlich nichts ist, weil das ist einfach, ja, das ist gar nicht entspiegelt. Hier spiegelt das wirklich nur ganz dezent und ich könnte mir vorstellen, ich bin ja jetzt kein Soldat und weiß das nicht, dass das absolut ausreichend ist. Wir haben eine Lünette, die man in eine Richtung drehen kann. Ich glaube, dass das auch sinnvoll ist, dass man die nur in eine Richtung drehen kann. 120 Klicks, diese Lünette. Und das Schöne ist, und das muss ich auch sagen, im Vergleich zu teureren Uhren, die ich habe, ja, auch Automatikuhren, die ruckelt nicht hin und her. Also, du machst einen Klick und dann sitzt das, also in die Gegenrichtung, da bewegt sich überhaupt nichts. Wozu brauche ich diese Lünette? Ich bin ja kein Bombfrog. Ich benutze immer dann, wenn wir beim Überlebenstraining sagen, wir haben jetzt 10 Minuten lang Zeit. 10 Minuten haben wir Zeit und dann muss die Übung fertig sein. Dann stelle ich mir die Lünette auf den Minutenzeiger und weiß dann, okay, 10 Minuten später ist es soweit. Und dann muss ich sagen, aufhören, aufhören, aufhören! Das Gehäuse hier ist Edelstahl, gebürstet und sowieso und überhaupt. Gibt es auch in komplett schwarz. Schaut auch großartig aus, aber schau ganz einfach den Shop an und schau, ob es etwas gibt, was da taugt. Nachtleuchtend ist das Teil auch, nämlich mit diesem H3-Tritium, aber auch sehr dezent. Was meine ich damit? Ich habe eine Uhr, die leuchtet wie verrückt. Die leuchtet wirklich wie verrückt. Das bedeutet, wenn ich hier im Areal unterwegs bin, sieht man mich gehen. Also man sieht einfach die Uhr. Und das ist hier nicht der Fall. Also es gibt beim 12er eine Markierung und die Zeiger sind auch markiert. Du hast hier keine Leuchtreklame am Arm, sondern sie ist ausreichend ausgeführt, damit du ganz einfach, ja, in der Nacht ablesen kannst. Und das leuchtet natürlich auch die ganze Nacht. Es ist nicht so wie zum Beispiel bei Super Luminova. Der nimmt dann die Intensität mit der Zeit ab. Das ist hier nicht der Fall. Ich brauche auch vorher nicht mit einer Lichtquelle draufleuchten. Also die leuchtet einfach immer. Ursprünglich hat mir Dirk das Ganze mit einem Gummiband, also mit so einem Rubber oder wie auch immer, so ein Kunststoffband geschickt. Ich habe sie mir aber dann auf ein NATO-Band umgebaut selbst. Warum? Ja, ich mag die nicht so gern. Ich muss das bei meiner Ultra sowieso ertragen und ich schwitze darunter auch immer wie Sau.
Da gibt es aber keine andere vernünftige Lösung, meiner Meinung nach. Hier aber schon, und daher habe ich mir da ein NATO-Band gegönnt und die Sache ist erledigt. Die Uhr gibt es aber auch schon fix fertig mit NATO-Band auch und auch mit Metallbändern, wie es magst. Der Uhrenboden, der ist auch verschraubt und hat eine eigene Seriennummer. Ich habe die Seriennummer 251. 251, ist das irgendeine Glückszahl? Da habe ich dann extrem viel Pech. Na, wurschtig bin ich da aber, glaube ich. Ich habe sie ja schon am Rainer-Rossmann-Kanal hergezeigt, ein paar Mal im Zusammenhang mit Orientierung mit Sonne. Wenn dir das interessiert, oben beim i klicken und schau dir das Video ganz einfach an. Wenn du mit der Sonne und einer Uhr, zum Beispiel einer Bombfrog, aber natürlich jeder anderen Uhr auch, orientieren lernen willst. Wenn du jetzt auf den Geschmack gekommen bist, schau auf bombfrog.eu vorbei, nutz den Rainer-Rossmann-Rabattcode und ich hoffe, dass du dich genauso freust wie ich. Aber denk dran, nein Schatz, ich habe nicht genug Uhren.